Nein, ich habe das ja nicht gemacht. Natürlich traurig nach. Ich würde das immer noch spielen. Also, hallo. Was besseres gab es ja nicht, Diener zweier Herren zu sein. Na also, das war einer der schönsten Rollen, die ich gemacht habe. Sie sind ja ein alter Berliner. Ja. Ja? Was verbindet Sie mit dem Bebelplatz und seiner Geschichte? Bebelplatz insofern, dass wir hier öfter mal demonstrieren waren, gegen alles Mögliche, aber hauptsächlich für den Frieden. Das war die Hauptaufgabe. Also ich sag jetzt mal Hauptaufgabe, schlechtes Wort an und für sich. Aber wir haben uns hier wohl gefühlt. Wir sind freundschaftlich miteinander umgegangen, haben uns gefreut, wenn wir uns gesehen haben. Und es war immer eine Begegnungsstätte der freundlichen Art. Heute ist es eigentlich ein Touristenplatz. Ja. Manchmal ein Platz der Erinnerung. Ja, ja, ja. Und Sie haben sich jetzt bereit erklärt, heute zu lesen. Ja. Was haben Sie sich ausgesucht? Von Kurt Tucholsky habe ich mir ausgesucht. Ja, das ne? Der hat einen Hausaufsatz geschrieben. Ja. Und zwar 1931. Text habe ich natürlich in der Tasche, nicht im Kopf. Aber ich habe mir zu eigen gemacht, also so ein bisschen zumindest. Und zwar, Kurt Tucholsky hat einen Schulaufsatz geschrieben unter dem Pseudonym Kaspar Hauser in der Weltbühne 24 vom 16.06.1931. Der Mensch. Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen. Eine, wenn es ihm gut geht, und eine, wenn es ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion. Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht übermütig wird. Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht. Hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle. Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch Bergmanns Tod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen geradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er recht damit. Denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennung und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich immer, drei Nummern gröber zu verfahren, als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts. Daher hat er auch die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht. Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen. Man ist dann wenigstens für diese Zeit sicher, dass er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auch auf den Charakter. Der Mensch zerfällt in zwei Teile. In einem männlichen, der nicht denken will, und in einem weiblichen, der nicht denken kann. Ich zitiere ja nur. Mein Gott, seid ihr pingelig! Beide haben sogenannte Gefühle. Man ruft diese am sichersten dadurch hervor, dass man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt.
In diesen Fällen sollen manchmal Menschen Lyrik ab. Der Mensch ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen. Auf Nordpolarfahrten frisst er hier und da auch Exemplare seiner eigenen Gattung. Doch das wird durch den Faschismus wieder ausgeglichen. Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst den anderen Klumpen, weil sie die anderen sind. Und hasst die eigenen, weil sie die eigenen sind. Den letzteren Hass nennt man Patriotismus. Der Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne. Sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit halber Lunge geben. Menschen ohne Fahne gibt es nicht. Schwache Fortpflanzungstätigkeit facht der Mensch gern an. Und dazu hat er mancherlei Mittel. Den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die Gerichtspflege. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen und solche, die beherrscht werden. Doch hat noch niemand sich selber beherrscht, weil der opponierende Sklave immer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Jeder Mensch ist sich selber unterlegen. Wenn der Mensch fühlt, dass er hinten nicht mehr hoch kann, wird er fromm und weise. Er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen. Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind. Und Junge begreifen nie, dass sie alt werden können. Der Mensch möchte nicht gern sterben, weil er nicht weiß, was dann kommt. Bildet er sich ein, es zu wissen, dann möchte er es auch nicht so gern, weil er das Alter noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier ewig. Im Übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen lässt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot. Neben dem Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse. Herzlichen Dank von Mensch zu Mensch. Herzlichen Dank.